Es ist Freya. Verstehe ich nicht, da war doch gar nichts. Echt weirder Shit hier. Echt weirder Shit. Ach, da haben wir Überreste, guck. Mandalorianischer Blaster. Ein Medikit, das ist gut. Oh, da haben wir nochmal Überreste. Oh. Einfach alles mal mitnehmen. Und hier gehen wir jetzt wieder raus. Denn wie gesagt, ich brauche noch ein paar mehr Medikits. Eins ist jetzt ein bisschen zu wenig. Und Granaten. Überhaupt irgendwo einen Händler finden, wo ich so einen Scheiß kaufen kann. Und dann hier wieder den ganzen weiten Weg zurücklaufen. So. Space Affen. Ich glaube, das Zeug haben wir schon benutzt gehabt, ne? Egal. Ein toter Wookie. Den haben wir aber schon durchsucht. Nach oben. Gehen wir mal hier lang. Was liegt da? Geröll. Auch leer. Wo ist das jetzt so warm hier? Am ganzen Tag nicht so warm. Auch leer. Beim Streaming an, noch einmal ist hier so heiß. Danke, Scheiß. So, hier haben wir nochmal eine Leiche. Haben wir bestimmt auch schon gelootet, jawohl. Finde es auch gut, der Nightbot scheint diesmal zu funktionieren, wie er soll. So, hier geht's nach draußen. Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Muss ich mit dem Typen da reden, oder? Oh, ich bin mal pennen, wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles klar, danke dir fürs Reinschauen. Schlaf gut. Momentan will ich noch nicht nach oben. Ich komme später wieder. Was muss ich hier machen? Jolly Bindo hat das Repulsorfeld Checker Cop deaktiviert. Du kannst deine Suche nach dem verrückten Wookie, den du uns schon das auf der Post vorsetzen. Jacke Jagdrevier, Energiefeld. Ja gut, dann probieren wir es halt ohne. Ohne Medikits, ohne alles. Wird schon hinhauen. Wird schon hinhauen. Julie ist ja der alte Sack, den wir dabei haben, oder? Was kann ich tun?
Skerell haben wir schon durchsucht. Den toten Wookie haben wir auch schon untersucht. Ich muss irgendwas übersehen haben. Aber was? Ich weiß es nicht. Die sind schon deaktiviert, die Dinger. Oder? Und dann muss ich das mit ihm machen. Nein, geht auch nicht. Alles klar. Geht dir nix. Aber ich habe es eigentlich schon deaktiviert. Müsste also. Nein. Also das hier ist schon ein extremer weiter Laufweg, muss ich schon sagen. Ah, da ist das Portal wieder. Was heißt Portal? Die Barriere. Da sind wir wieder. Ja, sieh zu, dass du hier an dem Feld vorbeikommst. Ich kann es für einen Moment manipulieren. Wir sollten uns auf. Die labern immer so viel. Ganz schön viele Sprints geskippt worden. Aber es sind bloß 5,2%. CPU ist bei 20,5. Geht also. So. Überreste. Schlüssel der Botschaft. Neuer Tagebucheintrag. Unsichtbare Jäger. Einige Wookies wurden in dem Schattenland von Fremden überfallen. Die getarnten Angreifer hatten gewartet, bis die Wookies ihre Waffen abgelegt hatten. Der schwer verletzte Verfasser dieser Botschaft ist sicher, dass es sich bei den Angreifern nicht um Tscherker handelte. Ah. Bin ich hier richtig? Ja. Das heißt, es gibt hier irgendwo unsichtbare Gegner. Hier ist Freya. Ist das Freya? Ich habe aber nichts, um ihn zu heilen da. Ist verwildert. Reiß dich zusammen, Freyr. Wir sind Freunde. Erkennst du mich nicht? Tja, das könnte schwierig werden. Ja. Neuer Tagebucheintrag. Voilà, oder? Gib mir ein paar Blitze, jawoll. Gunda schickt seine Grüße. Jetzt stirbt. Sind wir so weit gereist, um einen alten Wookie zu töten? Ich kann das nicht gutheißen. Haltet euch zurück, ich gebe hier die Befehle. Hüte deine Zunge, Kind. Ich dachte nur, dass du klug genug bist, verschiedene Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Die Lösung ist ganz einfach. Bereitet euch auf euer Ende vor, Freya. Und nochmal. Let's give it. Der alte Mann will mir sagen, was ich zu tun habe. Witzig. Ein Häuptling in Not. Du hast Häuptling schon das Befehl befolgt und den Wookie Freya eliminiert. Es wird Zeit, dass du deine Belohnung abholst. So, wir haben ja schon mal die eine Quest erledigt. Hier ist eine Sackgasse, ne?
kann man echt nicht durch. Ist ja blöd gemacht. Es ist richtig blöd gemacht. Aber egal, das Spiel ist super gemacht. Kann man über sowas Kleines blöd gemachtes mal drüber wegsehen. Da waren nur solche Viecher drin, glaube ich. Hier müsste es zur Ritualstelle gehen. Jawohl. Speichern. Das Slot machen wir mal. Und weil wir ganz geil sind, gehen wir. Wenn das denn funktioniert, funktioniert das? Wäre zu schön, um wahr zu sein. Diese Kashyyyk-Liane reicht bis in den Wipfel der Bäume. Du fragst dich, warum sie nicht weitergewachsen ist. Auf dem Boden darunter findest du Blutspuren. Offensichtlich wurden an der Liane in der Vergangenheit immer wieder tote Tiere aufgehängt. Die Viper kriegen ihre Leiche an der Liane festbinden. Jetzt kommt unser Boss. Die Liane windet sich um das Tier. Das Gewicht scheint ihr nichts auszumachen. Lediglich ein leises Rascheln ist zu hören. What the? Was ist das denn? Eine rituelle Bestie. Sieht aus wie eine Mischung aus Krebs und irgendwas anderem. Was kann ich tun? Komm schon. Rettet? Wieso steht da jetzt gerettet? Egal, es ist gleich tot. Jetzt bekommt ihr das. Komm. Als du den Leichnam dieses großen Ungeheuers untersuchst, siehst du, dass eine Klinge in seiner Seite steckt. Die Haut ist schon darum gewachsen. Die Klinge scheint die Kreatur nur oberflächlich verletzt zu haben. Wer weiß, wie lange sie mit dieser Verletzung gelebt hat. Du ziehst die Klinge aus dem Kadaver. Der einzige Makel ist der fehlende Griff. Offensichtlich ist das Schwert zerbrochen, als die Klinge in die Kreatur eindrang. Ja, gut. Das haben wir schon. Jolie. Ist doch was auf dem Herzen. Oh, alle. Wollte das Ding haben. Überreste. Gunhans Tagebuch. So, und das war's jetzt hier. Okay. Dann denke ich, haben wir hier alles erledigt. Und gehen wieder. Jetzt ist auch vom Häuptling der Auftrag erledigt worden. Das heißt, wir können jetzt wieder nach oben. Aber warum? Was macht denn der Energiehandschuh? Mensch, der Möpfelskopf ist im Limit gezielt, in den Muskeln eines Krieges, in Kampfkraft steigt dadurch natürlich rechtlich. Okay, ist nicht schlecht. Wieso kann die sowas nicht benutzen? Die hat wahrscheinlich die Anforderungen dafür nicht. Ich brauche eigentlich gar nichts, nur muss wissen, in welche Richtung ich jetzt laufen muss. Genau in die andere. Sobald ich einen Charakter wechsle, dann dreht es die Kamera immer so, da komme ich immer nicht drauf klar, wo ich jetzt hin muss und wo nicht. Egal. Wieder eine Viper. Ah, wir haben den Computer schon, wir haben unsere Karte. Erst wir können es da locker vom Ast, locker vom Ding machen. Locker aus dem Stab so. Jetzt ist die Redewendung nicht angefallen. So.
geht's wieder raus. Leider. Einfach mal ein bisschen heilen. Auf das Remake von Kotor freue ich mich auch, auch wenn es erstmal zeitexklusiv für die fucking PlayStation kommt. Aber ich freue mich auch darauf. Bin ich schon gespannt drauf. Wird so noch eine sehr lange Weile dauern, aber egal. Das ist ja wurscht. So. Ja. Den toten Wookie hatten wir, glaube ich, schon. Er geht nicht richtig gut. Die Leiche hatten wir, glaube ich, auch schon. Die ganzen Affen hier. Aber warum die immer gegen die Wand laufen, würde mich gerne mal interessieren. Die Leiche hatten wir. Genau, hier geht's hoch. Bring mich nach oben, damit ich mit Junda sprechen kann. Die reden immer so lang. Rhea war euer Vater? Das wusste ich nicht. Bezahlbar hier wieder einen Platz haben? Zurück zu meinen anderen Fragen. Ich möchte etwas über das wissen, was ich in den Schattenlanden sah. Ich sah etliche mandalorianische Jäger mit sehr fortschrittlicher Ausrüstung. Zurück zu meinen anderen Fragen. Über die Schattenlande, ja? Es gab dort unten Tscherka-Wilderer. Ich dachte, dort unten ein Einsiedler, Jolie Bindo. Dir deine Drohungen.
Ich habe den Wald satt. Ach, der kommt mit uns? Was hier passiert ist, gefällt mir auch nicht. Ich verschwinde. Zurück zu meinen anderen Fragen. Bekomme ich eine Belohnung für meine Bemühungen? Ich sollte gehen. Was wollen wir? Ist Backer. Ich denke, das wäre sehr passend. Aha. Ich hab die Klinge. Natürlich. Es ist besser, wenn die Klinge und ein potenzieller Rivale möglichst weit von Kashyyyk weg sind, was? Mir reicht's langsam. Du hast recht. Genau das werde ich tun. Aber er schaut zur Bahn. Leb wohl. So. Bin jetzt erstmal zufrieden damit. Oh. Haben wir gleich rausgekickt. Wow. Echt wow. Aber gut, was haben wir denn noch? Ich habe letzte Phase die Botschaft sehe, dass es sich bei irgendwo nicht um Tscherke handelt. Ich habe aber ehrlich gesagt. Ich habe meine ihre Schulden längst bezahlt. Alice, also in Lügner, du hast den Kopf des Druiden mitgenommen, weil dich Martin sehr dankbar interessieren wird. Wo kann ich denn hier noch hin? Versorgungsstation. Ich will die Quest schon abgeben, aber wo? Was will ich denn damit? Aber den Schattenlanden hätte ich jetzt auch nichts weiter gefunden. Das ist die Versorgungsstation, nehme ich an. Scheiße. Dann gehen wir mal zu dem Tscherker-Dock. Vielleicht finden wir da was Interessantes. Wäre ganz gut. Ich hier mal lang. Lebt Toter. Wenn der noch da liegt, ist er wahrscheinlich noch nicht gelootet, oder? Doch. Gut. Dann wundert es mich, dass er noch da liegt. Kukumo, Nobamule.
Piratikun, Tonghit kun Tonting, Neboboje Mata, Nepunage, Dulpi Kikyuana. Danke. Runde di Hotonga kun Honkabi, One kun Bes Ching Palamule, Tonking Ba Nunotek, Tognin Chatuk Achuta. Natürlich, Namaseni Wack hat dir ein Datapad gegeben, das du angeblich verloren hast. Es enthält eine geheime Nachricht. Die Genon Hatanana wünschen, dass ihr euch mit Hulas auf Mahn trefft. Kommt allein oder gar nicht. Auf Manan? Ist Manan eine Stadt? Ist Manan ein Planet? Müllhaufen klein, ist da noch was drin? Oh ja. Ja, gibt's wenigstens ein bisschen Loot. Was gibt denn da? Ah, komische Videos. Den Rucksack können wir mitnehmen. Das ist es. Machen wir mal lieber nicht. Aber. Nein, hab den Buki ja gar nicht dabei. Ist mal eine Leiche. Ist gelootet. Und Zerkadok. Oh. Das war die einzig mögliche Lösung. Ich brauche Ausrüstung. Was habt ihr auf Lager? Auch Granaten. Sagen wir mal alle, die klingen nicht schlecht. So. Danke sehr. Kann man dann noch was looten? Ja. Und dem Terminal was machen? Nein. Den könnten wir reden. Kann man da was machen? Mal gut. Das ist eine Kiste. Evan Hawk, große Promenade, Janus Büro. Ist merkwürdig. Aber gut, ich werde jetzt erstmal hier eine kurze Pause machen. Ich muss pipi und so. Ich bin ein paar Minütchen wieder da. Bis gleich.